Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 21. Ausgabe von GCC TV. Wie immer im Studio, Ihr Klaus Feldstein. Die Meldung. Nachdem unser Prinzenpaar, seine Tollität Prinz Pepi der Erste und ihre Lieblichkeit Prinzessin Uli die Erste, völlig im Nebel den Wasserturm zum Flaggenwechsel bestiegen haben, forderte Prinz Pepi in seiner ersten Regierungserklärung vom GCC ein Umdenken in der Ökostrategie und regte an, in dieser Session auf CO2-haltiges Bier zu verzichten. Er empfahl seinen Untertanen in dieser Session nur noch das berühmt-berüchtigte Feldstein-Bier garantiert CO2-frei zu genießen. Dafür aber mit doppeltem Alkoholgehalt. Für die, die in Chemie nicht aufgepasst haben, es gibt nur Plörre. Ein weiterer entscheidender Vorteil, die Elferräte mit Pionierblase müssen nicht alle 5 Minuten von der Bühne rennen und so das Programm stören. Selbiges gilt natürlich auch für unser Publikum. Meine Damen und Herren, kennen Sie das blaue Wunder von Hähnchen? Nein, ich meine nicht den Elferrat des GCC, ich meine die Kreminer Brücke. Fast 20 Jahre alt und trotzdem noch jungfräulich. Dass das nicht so bleibt, dafür sorgt jetzt eines der bekanntesten Liebespaare von Hähnchen. Werden Sie Zeuge, wenn das erste Liebesschloss am Hähnchener Wahrzeichen angebracht wird. Wir schalten jetzt live zur Kreminer Brücke. Hallo, Herr Schund, bitte melden. Herr Schund, hören Sie mich? Dach Hähnchen, hier Rainer Schund. Herr Schund, ein wirklich schöner Brauch, Ihre Liebe sozusagen an unsere blaue Brücke anzuketten. Hä? Was mache ich? Liebes Schloss? Mensch, Feldstein, das ist das Schloss von unseren Fahrradschuppen. Und warum machen Sie das an der blauen Brücke fest? Na, damit die Olle mich da nicht immer hinsperrt, wenn ich besoffen hebekomme. Wenn Sie wissen, was ich meine. Liebes Publikum, der Herr Schund muss da irgendetwas falsch verstanden haben. Ich kann nur sagen, machen Sie es ihm nach und zeigen Sie der ganzen Welt, dass auch Hähnchen eine Brücke hat, die es aushält, wenn man an ihr Liebesschlösser befestigt. Zur Geschichte. In den letzten Wochen werden Sie häufig gefragt, wo waren Sie eigentlich am 9. November 1989? Können Sie sich noch erinnern? Ich weiß, wo ich war. Nämlich zu einer Karnevalsveranstaltung des Gräfenhainicher Karnevalclub im Deutschen Haus. Glauben Sie nicht? Doch, hier ist der Beweis. 5 Veranstaltungen hintereinander. Ja, Sie lesen richtig, 5 Veranstaltungen. Es ist mir ein Rätsel, wie wir das geschafft haben. Das kann wirklich nur an dem dünnen Dessauer Bier gelegen haben. Oder am Grubenfusel, der war ja damals auch noch nicht verdünnt. Ein reines Ökoprodukt sozusagen. Neues aus der Provinz. Liebes Publikum, haben Sie heute schon gebürstet? Nein, nicht das, was Sie denken. Anders gesagt, sind Sie heute schon Ihrer Verpflichtung zur Reinigung der Straßenrinne nachgekommen? Wenn nicht, dann droht Ihnen eine Ermahnung oder sogar eine Geldstrafe des ortsansässigen Ordnungsamtes. Glauben Sie nicht? Wie das in der Praxis aussieht, das zeigt Ihnen unser Beitrag von meinem Außenreporter und Kollegen Rainer Schund. Rainer Schund, bitte melden. Da Hähnchen, hier Rainer Schund. Unglaublich aber wahr. Während es der neue Bauhof nicht schafft, das Boulevard sauber zu halten, wird von den Anwohnern der Provinznestern erwartet, dass sie die Bundesstraße fegen. Wie sowas aussehen könnte, zeigen wir Ihnen gleich mal mit einem kleinen Filmchen aus der Kolonie Jünberg.
Na, ihr Experten vom Ordnungsamt, habt ihr es nun gesehen? Stellt euch mal vor, dem Besen wäre was passiert. Ich sage nur, hat das Ordnungsamt keinen Grips, trägt der Jüdenberger Gips. Frischer Wind für Hähnchen. Unter diesem Motto stehen die Planungen für die 4 neuen Ventilatoren auf den Tschornzer Kippen. Ganz schön gewaltig. Berücksichtigt wurden dabei die gewünschte Dauerwindstärke 6 für den am Ortseingang befindlichen Wäschetrocknerplatz. Zurzeit geht man davon aus, dass man mit etwa 5 Kilometer zentraler Wäscheleine für die Bürger von Hähnchen alle elektrischen Haushaltstrockner einsparen könnte. Ebenso überlegt man im Rathaus, die Fenster der Schwimmhalle dauerhaft auszubauen, um so die Kosten für die neue Lüftungsanlage einzusparen. Ja, so funktioniert Klimaschutz in der Praxis. Zur Außenpolitik. Sie können sich sicherlich noch an die Muppet-Show erinnern. Dort sahen Sie zwei ältere, nette Herren, die uns mit ihren Kommentaren erfreut haben. In einer Neuauflage dieser berühmten Serie sehen Sie jetzt zwei Herren, über deren Witze heutzutage leider keiner mehr lachen kann. Hier ist eine dringende Neubesetzung notwendig. Gegendarstellung. Im Auftrage des Hähnischer Boten hier eine Richtigstellung. In der letzten Ausgabe wurde fälschlicherweise die Firma Kampmann als möglicher Deponiebetreiber genannt. Das ist falsch. Es handelt sich um einen Druckfehler des verantwortlichen Redakteurs. Richtig ist, dass die Firma Papenburg eine Mülldeponie unmittelbar neben unserer Kulturarena in Ferrostopopolis plant. Dass das eine große Schweinerei ist, findet nicht nur die frisch gegründete Bürgerinitiative, sondern auch mein Kollege Rainer Schund vor Ort. Sehen Sie jetzt seinen Bericht. Dach Hähnchen, hier Rainer Schund. Ich stehe an der Einfahrt zur Firma Papenburg. Die wollen hier in den nächsten Jahren eine Deponie errichten. Da wollen die auf 150.000 Quadratmeter in 30 Meter hohen Berg hinkippen. Mit dem Müll von Europa und die ganze Restumgebung. Das ist scheiße, denn nur 200 Meter Luftlinie ist Ferropolis. Und die versuchen, mit ihr Tourismuskonzept die Plätzchen für die ganze Region zu backen. Meine Helga sagt, aus Scheiße kann man keine Schokoplätzchen backen. Der entsprechende Antrag vom Kombinat Papenburg liegt schon bei den Genossen vom Rat des Kreises. Und ich denke mal, da sind sie viel zu schnell mit der Entscheidung. Wenn wir 30 Jahre nach der Wende an der Stelle wieder nicht mitreden können, müssen wir es selber in die Hand nehmen. Ich jedenfalls werde mich in guter alter Manier hier an diesen Schlagbaum festketten. Mit mir gibt's so eine Scheiße nicht. So, Inja, jetzt hänge ich feste. Solange wie ich Rainer Schund heiße, verkippt hier keiner seine Scheiße. Das war Rainer Schund. Und das war GCC-TV mit seiner 21. Ausgabe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer sachlich, kritisch und optimistisch. Ihr Klaus Feldstein.